Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier von L.A. Noir. Sehr freundlich, sehr oui, magasin, je suis. Nein, ist es nicht, aber wir sind hier auf dem Weg ins Zentralrevier, um gewissermaßen zwei, drei Leute zu befragen, die vielleicht etwas angestellt haben. Oh. Slow and steady, come on! Slow and steady. Autsch. 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 Haben wir es geschafft. Da rechts ran und dann sind wir in unserer guten alten Budette. Quietsch, 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 quietsch. Und fertig. Eingeparkt nach Maß. Nun wieder in Zentralrevier. 19 vor 3. Rein! We're going this way. The main reason Santa's so jolly is because he knows we're all the bad guys. Find the goddamn evidence. Ach so. Na gut. What the hell? Was ist los, Herr Freund? You wait. 5 years from now, ach, verdammt. Muss noch was machen. Nur kurz. Was ist denn hier für ein Zeichen geschehen? Ach, Word-Dokumente, ganz problematisch heute. Nicht oben, echt. So wollen wir das haben. Und dann so. Und rein. Oh, verdammt. Wohin müssen wir? Aufgaben. Ackerman, wo ist denn der Herr? Technischer Service? Ist der unten? Ich bin mir unsicher, aber es kann gar nicht sein. Hallo. Okay, ist nichts. Dong, dong. Ach, nimmt schon 2 Stufen. Parker or Green? I don't know who'd be worse. So, aber wo ist der Herr im anderen Raum? Wo auch immer da. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Wo ist der andere Raum? Hier oder was? Jetzt. The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Motiv für den Mord. Why did you kill Mrs. Terrellson? I have no recollection of the people I have killed. Are you denying that you strangled Mrs. Terrellson with a length of rope? I'm not denying anything. You have to have proof, lackey. Blutbeflecktes Stück Seil. We found a matching piece of rope in your lean-to. I think we'll find the blood will match too. I own no property. How could it belong to me? Das stimmt natürlich auch wieder. A bus driver dropped Mrs. Terrellson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Nicht wahr? Beweisen kann man es ihnen leider auch nicht, daher. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Stuart Ackerman. I am charging you with the murder of Teresa Terrellson.
Das ging halt wirklich schnell. A man down on his luck, I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society, I cannot stomach. Maybe poor Threes of Tarleton will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Oh, Kreuzritter! Woo! Na gut. Ich bin zu optimistisch. Schon durch? Ich dachte, da wäre noch mehr. Na gut. Dann geht's eben weiter. Und ich frage mich, was jetzt noch kommen wird. Ob jetzt irgendwie noch ein Plus geschehen ist. Oh, da sind die Herren. Hallo, da schöne Mann. Nur rein mit ihnen. Oh, danke sehr, bitte sehr. Riesengroß und fast leer. Dass das überhaupt rentabel ist. Ja, was passiert, wenn du... Ach, wenn du brennst. Der Mord der Sekretärin. Sekretärin, genau. Mann, das tut auch wirklich weh. We will look into it. Uiuiui. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hawked a rose gold wedding ring, a matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. Ach, du heilige Kanüle. Und schau mal an, wie ich schon gedacht habe. Das hier ist eigentlich ein riesengroßen Raum. Es sind nur Stellwände hineingepfläumt worden. Another body. Habe ich nie so ring. Begutachtet, ehrlich gesagt. Bin immer so rumgelaufen und hab gedacht, gut, das wäre alles, aber. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, aber. So, es ist einfach ein Riesenraum, der schon da ist, eine Lagerhalle zum Beispiel, um zu funktionieren. Was ist denn hier überhaupt? Ja, ich denke, wir gehen auf 45. Ich will ihn in einen Raum setzen. Hey, fuck you! That's the guy. I hear he's an honest cop. Now there's an oxymoron for you. Oh, na, dann wollen wir bei der Befragung nicht stören. This town is going straight to hell. Und ja, wir wollen immer das Beste haben. Runter, runter, runter. Aber hier ist bis oben, ne? Genau. Oben ist er offen. Naja. Und wieder ist hier wunderschönes Wetter. Wunderschön. Pfandleier, den quetschen wir jetzt mal wirklich aus. Wenn wir überhaupt noch dahin kommen, ich weiß gar nicht, wie lange noch das. Ach, das ist nicht so weit entfernt.
Aber jetzt ist wohl noch ein Tatort. Rangierbahnhof. Zuerst nehmen wir den Rangierbahnhof aus den Augen, aus den Lupen. Weil das geht so nicht. Das können wir nicht machen. You've got to admit, this is looking hot. Anyone could pawn a ring. But if you take it along with all of the other indicators. Wir wollen zuerst wissen, was passiert ist, und dann befragen wir dann den Ringmeister. Weil sonst bringt da alles nichts. He ran, for God's sake. And he always maintained he was set up. KDPL to all units. Dawson reports man with a gun. Union and Rockwood Street. Unit to handle code 2. Viel zu weit entfernt, das machen wir nicht. Das hätte leicht ins Auge gehen können. Aber wirklich ganz, ganz leicht. Zum Glück sind wir davon gekommen. Cole, come on! Was hat der Herr nur? Wir sind ja ganz locker flockig darüber gejumpt. Sind wir in der Industriestraße oder im Industriebezirk? Kann sehr gut sein. Normalerweise würde so etwas mehrere tausend Dollar kosten, aber hier im Spiel 20, 30 Dollar. Oh, wir müssen nach unten. Okay. Wir können keine Abkürzung nehmen. Da gehen wir kurz hier runter. Nehmen uns dann hier sozusagen die nächste Abzweigung. Jesus, Phelps! You're not helping. Ja, du bist keine große Hilfe. Immer nur Jesus zu schreien, das kann ich auch selber. Und hier ist der Mord geschehen. Oder ein bisschen weiter vorne. Hier ist das Unglück passiert. You boys ready? Follow me. Mit dem Auto also, als ein bisschen länger unterwegs hier, oder? Das geht dann auch den Weg, den hätten wir auch alleine führen können. Alleine. Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Gut. Dann haben wir schon wieder eine Leiche. Das ist irgendwie schlimm, aber wir müssen es ja untersuchen. Smell? Very good. There is the usual evacuation smell. But it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Okay, das Geräusch der Wirbelsäule werde ich nie wirklich mögen. Nie. Wieder ein Ring. Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Todeszeitpunkt. Wir haben also einen Hinweis bekommen. Und hier sind die Sachen. Meine Tasche, was ist da wohl drin? Ach, du heilige Kanüle. Etwas zu lesen. Ach, liebe Evelyn, ich hoffe, wenn du diesen Brief erhältst, bist du in einem besseren Zustand als damals, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Schlimme Worte sind damals vergessen. Du hast viele getrunken und wir wissen beide, dass was aus dir gemacht wurde. Aber ich schreibe nicht, um dich zu ärgern oder zu belehren. Ich schreibe, um mich zu entschuldigen. Mein Herz ist gebrochen, als ich sah, was aus meinem Mädchen geworden war und was sie
sich selbst antut. Das macht den Alkohol, deinen Körper und deine Seele kaputt, Evelyn. Und das mitzusehen fällt mir sehr schwer, als du dir vorstellen kannst. Oder sehr viel schwerer, als du dir vorstellen kannst. Aber nur der Allmächtige über uns hat das Recht, uns zu beurteilen. Und darum möchte ich um Vergebung bitten. Ich bin dein Name in einem Sanatorium hier in Connecticut. Sie sagt, dass Zustand in Krankheit ist, Evelyn. Und du musst dich nur einweisen. Nur einweisen. Das Ding, das wir in den Zeitungen immer gesehen haben, das ist schon sehr skurril. Und hier das Ding. The Keystone, Film Company, Kingston, Name Evelyn Summers, geschütztes Rechtsgut. 31. Oktober. Ach! Go over to the lot and see what they know about her. That's gonna be difficult, Cole. The Keystone Studio lot closed back in 41. So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Offenbar, sorry für die kurze Unterbrechung. Ist natürlich ein bisschen skurril, wenn jemand reinkommt oder etwas wissen will und ich nicht auf Pause klicken kann. Aber na gut. Wir haben hier noch die Bar. Mal kurz. Ah, Mensch's Bar. Mensch's Bar. Okay, und der letzte Brief hier noch. A Liquid Store für Evelyn Summers. Koffer, Small Suitcase, Bettrollen, Pillows, Planes, was auch immer. Zu viel des Guten. Alles zu viel. Alles zu viel. This is a chit for personal items, not booze. It's an angle worth investigating. Ja, aber bevor wir das machen, meine Freunde, werde ich mich hier schon wieder verabschieden. Denn es ist Zeit, um zu sagen, lebe wohl. Viel Spaß, das war's. Tschüss.